gestern, liebe Yoga-Freunde, liebe Freunde der spirituellen Musik, herzlich willkommen zum Festakt 20 Jahre Yoga Vidya und zur Eröffnung des 8. Yoga Vidya Musikfestivals, begonnen 1992 in einem kleinen Yoga-Zentrum in Frankfurt, halb so groß wie dieser Yoga-Raum, mit 2009 dann Erwerb der ehemaligen Parkklinik, sodass seitdem Yoga Vidya das größte Yoga-Zentrum weltweit ist, außerhalb von Yoga. Auch eine Funktion, die Funktion, Menschen zu helfen, noch mehr in sich selbst zu ruhen, Zugang zu finden zu den Tiefen der Seele, Zugang zu finden zu einer Feinfühligkeit, mit der erhunden wird, mit einer Herzensverbindung, die einfach entsteht, wenn Menschen tiefer in sich ruhen, mehr sich öffnen und mehr in Verbindung zu anderen treten. Und so bin ich froh, dass auch viele Ehrengäste hier sind. Begrüßen möchte ich dort den Landrat des Kreises Lippe, Herrn Friedel Heuwinkel. Es ist schon ein ganz besonderes Gefühl, wenn man hier oben steht und in Ihre Augen schauen kann und weiß, dass Yoga einen großen Beitrag dazu leistet, Ausgleich der Menschen zu finden. Ich habe es gerade schon gesagt, eine Erfolgsgeschichte, an der wir auch teilhaben dürfen, das freut uns sehr. Machen Sie weiter so, Ihre Erfolgsgeschichte wird sich mit Sicherheit fortsetzen und ich freue mich schon drauf, wenn wir daran teilhaben. Dankeschön. Wir sind stolz und glücklich zugleich, eine solch große Einrichtung, die größte Yoga-Bewegung Europas, bei uns in unserer Region beheimatet zu wissen. Die Ansiedlung des Hauses Yoga Vidya in Bad Meinberg war und ist für uns ein Glücksfall. Von hier geht eine positive Ausstrahlung aus, von der der Kurort Bad Meinberg und die Region Lippe profitiert. Es ist schon etwas Herausragendes, was hier entstanden ist. Ich habe es schon mehrfach festgestellt und bekräftige es auch heute. Das Haus Yoga Vidya ist für Bad Meinberg zu einem ganz wichtigen Bestandteil geworden. Es ist eine großartige Bereicherung. Hier ist einer der höchsten Würdenträger des Shivananda Ashrams, Rishikesh, Vice President der Divine Life Society, einer der angesehensten und größten Yoga-Institutionen in Indien mit mehreren hundert Zentren. Und Yoga ist eine sehr ancient science. Yoga ist eine sehr alte Wissenschaft. And don't think Yoga belongs only to India. Und denkt nicht, dass Yoga nur Indien gehört. When we are all in our mother's womb, wenn wir alle im Leib unserer Mutter sind, we did more difficult poses than you saw in this stage. Da haben wir schon schwierigere Stellungen gemacht als das, was wir hier bei dieser Vorführung gesehen haben. And yoga is natural to our body. Und so ist Yoga für unseren Körper ganz natürlich. Thank you.
London, gebürtig aus New York, seit vielen Jahren mit Yoga Vidya verbunden, eine der Yoga-Meisterinnen, die durch die ganze Welt ist. See, this is what yoga is about, breaking boundaries, things that you think you can't do. Er hat gesagt, darum geht es im Yoga, Grenzen niederzureißen, Dinge, von denen du denkst, dass du sie nicht machen kannst, zu machen. See, when I first started studying with Swamiji, he was still teaching most of the asana classes. Als ich am Anfang dann mit Swami Vishnu zusammenkam, da hat er selbst noch die meisten Asana-Yoga-Stunden unterrichtet. See, and then he'd come to the headstand. Und wenn es dann zum Kopfstand kam, and everyone who was there before knew what was about to happen. Dann wusste schon jeder, der vorher mal da gewesen ist, was jetzt passieren würde. So he always said, who thinks they can't do the headstand? Er hat immer gesagt, wer glaubt, dass er den Kopfstand nicht machen kann? So we'd all keep quiet. Da waren wir dann immer nicht, also damals, da waren wir dann nicht still dabei. But there was usually some new person there who would raise their hand. No, Swamiji, I can't do it. Und also die Bescheid wussten, blieben still, aber es war immer jemand Neues dabei, der dann gesagt hat, ja, Swamiji, ich kann das nicht. And Swamiji said, okay, good, you come and demonstrate. Und dann hat er gesagt, gut, dann komm hier vor und demonstriere das mal. See, then Swamiji wouldn't talk to them. He wouldn't touch the person. They would just do it. Und Swamiji hat die Leute nie berührt. Die haben das dann einfach gemacht. See, because Swamiji would say, no, no, you can do it. Weil er hat immer zu ihm gesagt, nein, nein, du kannst das schaffen. See, and so many things that we think we can't do, if we can just do it. Und so viele Dinge, von denen wir denken, dass wir die nicht können, die können wir trotzdem einfach machen. Something that always inspires me and keeps Sukadev in my heart. Sondern etwas anderes, was mich auch immer inspiriert und Sukadev in meinem Herzen bleiben lässt, is his integrity. Ist seine Integrität. Ganesha Mantra für einen guten Beginn der nächsten 20 Jahre. Und ihr könnt auch selbst überlegen, was ihr vielleicht neu beginnen wollt in eurem Leben und welche neue Kraft in euer Leben treten lassen wollt. Adhya Dishtara Shangulam Purusha Vadagum Sarvam Yad Bhutam Yatcha Bhavyam Utamitatvas Yeshanaha Yadaninati Rohati Eta Vanasya Mahima Achojukum Shapurushaha Pados Yavishva Bhutani Bhagavan Shri Bhagavan Ananda von der Gruppe Samadhi spielen, klassische Indien.
göttliche Musik, die besonders darauf ausgerichtet ist, wirklich uns zum Göttlichen zu öffnen, Bewusstsein auf höhere Ebenen zu bringen. Nira Lambda.